Hallo Zwilling, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Zwilling. Heute möchte ich gerne mit dir dieses Video teilen, wo wir mal schauen möchten, anhand des Tarots, was ist die Herausforderung, die für Zwilling ja, auf dich zukommt? Oder wenn du eine Person von der Energie Zwilling kennst, okay? Zwilling, denk dran, meine Legungen sind für dich als bewusster Mensch gedacht, der hören kann, agieren, reagieren kann. Aber auch für dein Unterbewusstsein, durch meine Stimme, meine Vibration, meine Energien und dir einfach eine gewisse Wegweisung ein bisschen klarer zu machen, okay? So, Zwillinge, alle Altersklassen, auch die ältere Generation, verwitwet, alle Energien sind herzlich willkommen. Zwilling, die Herausforderung, wir starten. Yo, Zwilling. Einige Zwillinge von euch, ja, seid ihr immer noch in einer Transformation. In einem Veränderungsprozess, ja, Dinge neu zu sortieren. Eine Herausforderung für einige Zwillinge wird sein, diese Veränderung anzunehmen, sich Freiraum zu schaffen, die Fähigkeiten anzugehen, sich zu befreien, auch wenn es den einen den Atem raubt, auch ehrlich zu sich selber zu sein, aber vor allen Dingen frischen Wind in dein Inneres, frischen Wind in dein externes Sein zu geben und zu sagen, die Befreiung ist auf höchster Ebene für dich vorherbestimmt, aber eine Herausforderung könnte sein, vielleicht diesen Prozess der Veränderung einfach anzunehmen, ja? Vergessen wir mal nicht die Witwer, die Angst haben, jemand Neues kennenzulernen, die vielleicht auch Schamgefühl entwickelt haben durch die Familie, Menschen, die vielleicht schon einer älteren Generation entsprechen, ab 50, 60 Jahre aufwärts, okay? Wo es darum geht, nicht immer nach alten Strukturen zu leben, nicht immer das, was dritte Personen von dir erwarten, sondern für viele, auch die Singles, auch in der Partnerschaft, haben wir hier, guck mal, meine Karten wollen dich gar nicht mischen lassen. Ja, könnte es eine Herausforderung sein, die Blockaden zu lösen, Angst vor Veränderungen, okay, Angst vor Niederlagen, Angst vorm Alleinesein, Angst einfach vor dem Ungewissen, Angst vor der Zukunft, raus da. Okay, wir haben schon einen Zwilling hier, der in der Vergangenheit schon viele Veränderungen gelebt hat. Ein Zwilling, der oft umgezogen ist, vielleicht auch ein Zwilling, der öfters schon Erfahrungen hat machen müssen in der Liebe, im Leben, ja. Ein Zwilling, der in der Vergangenheit mit Ballast getragen hat, aus der Familie, durch seine eigene körperliche Geschichte vielleicht auch. Ein Zwilling, der aber auch gleichzeitig gelernt hat, immer wieder den Karren nach vorne zu treiben, immer wieder für andere Menschen da zu sein, immer wieder auch sich mit seinem eigenen Ego auseinanderzusetzen, immer wieder Dinge zu erleben in einer endlosen Schleife und irgendwann beschlossen hat, zu verändern, sich zu verändern, den Moment zu verändern, dem Weg seiner Seele vielleicht auch zu folgen. Wir haben Zwillingsenergien, die vor einer Herausforderung stehen. Sollen wir jetzt einen Neuanfang wagen, ja oder nein? Soll ich einfach kündigen, ja oder nein? Soll ich diesem Herzensmenschen sagen, dass ich ihn liebe oder nicht? Soll ich meinem Partner sagen, dass ich einfach keine Lust mehr habe nach 30 Jahren Ehe? Soll ich einfach mir zutrauen, mit 45 Jahren noch ein Kind zu bekommen? Fragen über Fragen, aber hier geht es darum, eine Herausforderung aus der Vergangenheit heißt vor allen Dingen in der Gegenwart. Diszipliniere dich und verbinde dich mit der Weisheit und verbindere dich damit, dass eine innere Stimme in dir immer wieder sagen wird, das ist der richtige Weg. Lasse los. Und erlaube dir einfach eine Veränderung, die gezwungenermaßen vom Leben kommt, ist wichtig, um dich zu stärken, ja, um dir neue Energien zu geben, um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist, um dir zu zeigen, ja, dass du einfach auch einen anderen Weg angehen darfst, mit einem Partner, ohne einen Partner, mit einer gleichen Geschlechtsorientierung oder auch nicht, okay, mit Kindern oder auch nicht, die ihr Haustiere habt, okay. Seid wirklich diese positive Energie für eure Haustiere. Geht einmal mehr zum Tierarzt. Eine Herausforderung vielleicht auch seinem Haustier, seinen vierbeinigen Familienmitgliedern zu vermitteln. Ich bin so dankbar, dass es dich gibt, aber ich versuche dich nicht zu überfordern. Oder halt auch zu erkennen, dass eure Haustiere euch irgendwas signalisieren möchten. Herausforderung wird sein, die Vergangenheit loszulassen. Herausforderung wird sein, einen Umzug zu machen, jemand Neues in deinem Leben zu lassen. Eine Herausforderung wird sein, Autorität von dir oder von irgendjemandem. Okay? Eine Herausforderung wird sein, mit Dominanz umzugehen, diszipliniert zu sein. Okay? Spirituell dich weiter zu entfalten, das Leben, die Freude zu genießen, auch Familienthemen zurückzulassen.
einfach dich zu trauen, deine Vision zu leben, das Vertrauen in dich, das Vertrauen in die geistige Welt, das Vertrauen auch in eine Situation, in einem Moment wirklich anzugehen und egal, ob die Welt untergeht, egal, ob dir die Beine zittern, ja, egal, ob du mehr oder weniger Kohle im Portemonnaie hast, egal, ob du in einer Dreieckskiste bist, egal, was auch immer im Außen ist, wenn du im Einklang mit dir selber bist, hast du nichts zu befürchten. Und die Herausforderung wird wirklich sein, eine vergangene Situation, einen vergangenen Menschen rauszukatapultieren, die Schwere aus deinem Herzen zu erkennen, zu verarbeiten. Ja, dich auch mit einer Energie von Zwilling, Waage, Wassermann, auch deine eigene Energie zu konfrontieren, mit deiner eigenen Wahrheit, mit deiner eigenen Ehrlichkeit, mit deiner eigenen Disziplin, mit deiner eigenen Wahrnehmung. Aber auch dich beflügeln zu lassen von einem Stier, von einer Jungfrau, von einem Steinbock vielleicht auch. Ein Stier kommt nochmal in deinem Leben oder wuselt nochmal etwas auf. Aber Herausforderungen haben wir hier. Das Vertrauen, die Vision, die Spiritualität, die Belastung, die Überforderung, auf deine Gesundheit zu achten vor allen Dingen und die Ehrlichkeit zu dir selber immer wieder an den Tag zu legen, weil wir haben hier Zwillinge, die sehr spirituell sind. Wir haben Zwillinge, die ein großes Familienthema aufzuarbeiten haben, ein Familienkarma zu klären haben. Zwillinge, die Kinderwünsche haben. Zwillinge, die sagen, ich möchte gar keine Kinder mehr. Zwillinge, die auf einmal erkennen, wie wichtig es ist, aus einer Gefangenschaft herauszukommen, okay, und wieder frischen Atem zu spüren. Und das ist die größte Herausforderung. Eine Transformation, eine Veränderung, die vom Leben bestimmt ist für dich, wirklich anzugehen und allen Herzschmerz, alles, was dir zugetragen worden ist, alles, was dir getan worden ist, zurückzulassen und dankbar zu sein, dass dein Herz niemals vergisst, wo es seine schönsten Schläge gelassen hat. Aber dein Herz vergisst auch nie, wo es am meisten gelitten hat. Und helfe dir also wirklich selber, deiner Seele, deinem Herzen, deinen Gedanken, deinem Körper im Einklang zu kommen und nicht noch mehr Belastungen auf dich abwälzen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also das Ego, außenstehende Menschen, aber auch vor allen Dingen die Veränderung, ja, wird hier das größte Problem sein. Wir haben hier ein paar Zahlen und gleich noch ein paar Buchstaben. Einige Zahlen haben wir schon, die 3, die 6, die 12, die 18, die 7 und die 4 und die 21. Macht aus diesen Zahlen, was auch immer ihr richtig haltet. Manche sind auch vielleicht als Lottozahlen gedacht, Glückszahlen, wie auch immer. Wir haben die 9, wir haben die 18, wir haben die 5 und wir haben die 50, okay? Ganz wichtig ist, ihr könnt auch diese Zahlen zusammenfrickeln. Das heißt, aus der 6 und der 6 die 12 machen, aus der 9 und der 9 die 18 machen, aus der 6 und die 5 die 11, 1 und 1 sind wiederum 2. Also geht mit diesen Zahlen so um, wie es für euch stimmig und richtig ist, okay? Ein paar Buchstaben, die heute hier reden möchten. Ui, Alena, das ganze Alphabet fast. Aber es ist wichtig, dass Zwilling weiß, worauf es ankommt, ja? Zwilling, es ist wirklich wichtig, die Herausforderung wird kommen, zu erkennen, warum komme ich mit autoritären Menschen nicht zurecht, ja? Warum kann ich die Vergangenheit nicht loslassen? Warum möchte ich lieber allein sein als in einer Partnerschaft, ja? Wieso kann ich diesen Menschen nicht ziehen lassen? Wieso hat mir das Herz so viele schwierige Momente aufgezeigt? Das Wieso ist sehr wichtig. Aber wichtiger ist es noch, was darf ich daraus lernen? Ja, und die Herausforderung wird sein, die Veränderung anzunehmen, aber daraus zu lernen, was wirklich wichtig im Leben für dich im Hier und im Jetzt ist. Nur so wirst du nicht nur diese Herausforderung meistern, sondern auch vor allen Dingen stabil und sicher, selbstsicher mit vielen Sachen umgehen. B, I, S, P, U, R, W, M, G, Z, C, A, W, M, K, X, N, H, V, E und V. Also wenn ihr denkt, ich habe das ganze Alphabet genommen, nein, hier sind noch ein paar Zahlen drin. Passt diese Buchstaben auch an auf euch, auf eure Herzensmenschen, Kosenamen, wie auch immer, Familienmitglieder. Also ihr habt ihr Zwillinge viele, viele Wege offen mit diesen Buchstaben. Zwilling, danke, dass du eingeschaltet hast für deine Likes, für deine Abos, deine Kommentare, die ein gesunder Nährboden für dich sind, weil ich dir immer antworten werde, okay? Aber auch für andere Menschen, um in den Zuspruch diese Energien zu bringen, die absolut wichtig sind. Stelle dich jeden Herausforderungen, stelle dich dem Schmerz, stelle dich der Vergangenheit, stelle dich in der Gegenwart wirklich auf diesen Podest, wo du hin darfst, damit alles wirklich in den Flow kommt und folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemanden aus der Bahn werfen, weil eine Herausforderung wird auch sein, deine Standhaftigkeit,
deine Ehrlichkeit, deine Bereitschaft und deine eigene unterstützende Energie mit dir selber. Danke, Zwilling, dass du wirklich hier heute auch bereit warst zuzuhören. Okay, möchtest du eine private Legung haben? Schreib mich an per WhatsApp und ich werde dir zeitnah noch einen Termin geben. Zwilling, du wirst mir schon berichten in deinen Kommentaren, wie du diese Legung fandst und in welcher Situation du dich gerade befindest und wie ich dir unter Umständen noch helfen kann. Okay, bis dahin, Zwilling. Alles Liebe. Bye.